Da seid ihr unterwegs am Telefon, seht ein Konzertplakat, das wollt ihr direkt schicken in Echtzeit und schon seid ihr zack verabredet. Wenn ihr dann Konzertkarten braucht, ja, dann geht das auch ganz easy über mein Wallet, bargeldlos und schnell. Und wenn ich keine Zeit habe, auf ein Konzert zu gehen, dann müsst ihr natürlich auch nicht auf Musik verzichten. Und da wären wir auch schon beim Thema vernetzte Unterhaltung. Und Telekom hat mit Spotify zusammen ein ganz tolles Angebot und ich würde euch das gerne mal zeigen. Kann ich das Tablet haben? Und bei Spotify, da gibt es wirklich über 18 Millionen Songs, die könnt ihr hier einfach suchen, ganz easy. Dann erstellt ihr Playlisten, die könnt ihr sogar mit euren Freunden teilen. Spotify ist eigentlich fast noch besser als meine Band, oder? Nee? Also, was willst du damit sagen? Ja, aber ich meine, habt ihr 18 Millionen Songs drauf? Ja, man kann uns auch downloaden. Ja, also kommen wir zu jeder Uhrzeit. Okay, ja raus, gut, oder? Wenn ihr meint, dass ihr 18 Millionen Songs drauf habt, dann wollen wir es jetzt halt testen. Ja, 18 Millionen Songs. Okay, dann sag ich jetzt einen Titel. Nee, was, ich sag keinen Titel, ihr sagt einen Titel. Vielleicht irgendeine Idee für einen Titel? Fireworks? Ja, Fireworks. Katy Perry nochmal? Katy Perry. Baby, don't be fireworks. Gibt es eine App, die es ermöglicht, SMS, E-Mail und News vorzulesen und das Ganze ablenkungsfrei. Der Fahrer hat die Augen auf der Straße und kann sich voll auf den Verkehr konzentrieren und bleibt trotzdem mit seinen Neuigkeiten. Was ist die Elbphilharmonie? Ja, also hier an diesem Stand stellen wir Join vor, unseren neuen Messaging-Dienst. Und es ist nicht nur ein Messaging-Dienst, sondern der Kunde erlebt das Ganze, der Kunde zeigt das Ganze und der Kunde kann das quasi anfassen. Wir möchten Ihnen hier einen kurzen Eindruck vom Samsung Galaxy Note 10.1 LTE zeigen. Besonderheit dieses neuen Tablets ist, dass Sie damit dann mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde im Telekom LTE-Netz surfen können. Herzlich willkommen bei uns am MyTaxi-Stand. Ich möchte euch ganz gerne einfach mal ganz kurz zeigen, was unsere MyTaxi-App kann und wie sie funktioniert. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen diesen Besuchern helfen. Die wühlen alle ihre Portemonnaies und finden nicht das passende Kleingeld. Aber hier gibt es natürlich seitens Telekom die passende Lösung. Das ist MyWallet. Das ist das Bezahlen mit dem Handy, das sicher und schnell funktioniert.